Hallo, kurze Info vorab. Dieses Video stammt aus meinem Grundlagenkurs zum Thema Zungenband und Co. Ich teile das hier öffentlich, weil ich es für sehr, sehr, sehr wichtig halte, dass wir dieses ganze Themengebiet differenziert betrachten. Wenn ihr euch die Videos zum zu kurzen Zungenband auf meinem Kanal anschaut, werdet ihr sehr viel über die Symptome von zu kurzen Zungenbändern lernen. Mittlerweile ist es jedoch so, dass in der Fachwelt das Wissen über zu kurze Zungenbänder angekommen ist. Damit einher geht aber auch viel gefährliches Halbwissen und die sehr reelle Gefahr, dass zu viele Zungenbänder getrennt werden, obwohl vielleicht die Symptomatik von anderen Ursachen stammt. Es ist wichtig, dass wir dieses Thema differenziert betrachten, sowohl wir Fachleute als auch die Familien. Ich habe euch im letzten Video gesagt, dass es auch noch andere Ursachen geben kann, die Probleme machen können, was durchaus so aussehen kann, wie die Symptome, die wir bei oralen Restriktionen sehen. Bevor wir zu diesen Symptomen kommen, sprechen wir schon mal an dieser Stelle über andere Aspekte. Ich setze das ganz bewusst hier an den Anfang. Wir denken an das blaue Autosyndrom, damit wir eben nicht nur in diese Schiene reinkommen, sondern gleich von Anfang an im Kopf behalten, okay, es gibt auch noch andere Ursachen. Wenn es um Babys geht und das reine Stillen geht, wissen wir, die mit Familien zusammenarbeiten, sehr genau, was es an Ursachen gibt. Das ist das, was ihr vielleicht schon seit Jahrzehnten begleitet. All diese Punkte gelten auch weiterhin. Und es kann sein, dass es sowohl andere Ursachen gibt, als auch orale Restriktionen. Das heißt nicht, dass andere Probleme, beispielsweise die Milchmenge, behoben ist und geklärt ist, nur weil ein Zungenband oder Lippenband getrennt wird. Das heißt, wir müssen trotzdem über all diese Grundlagen der Milchbildung nachdenken und das im Hinterkopf behalten. Wir halten weiter im Hinterkopf, dass die Probleme auch von der mütterlichen Seite her kommen können. Wir behalten das Stillmanagement im Blick. All diese Dinge sind weiterhin wichtig. Wenn wir über ältere Kinder reden und nicht mehr nur über Stillen oder die Flaschenfütterung reden, sondern über Beikost, auch da gibt es nicht bloß Probleme, die dadurch bedingt sind, dass das Kind Schwierigkeiten beim Kauen und bei der Verarbeitung der Nahrung hat, sondern da spielt auch noch die ganze Familie drumherum eine Rolle. Wie ist die Atmosphäre beim Essen? Diese weichen Faktoren müssen wir im Kopf behalten. Wenn wir über Sprache reden, das wissen die Logopädinnen unter euch viel besser als ich, gibt es so viele verschiedene Faktoren. Und auch die behalten wir im Blick. Und das heißt nicht, angenommen, ein Zungenband wäre zu kurz und das Kind konnte vorher schlecht sprechen, dass nur weil das Zungenband geschnitten ist, von heute auf morgen das Kind perfekt spricht. Das Kind muss trotzdem erst lernen, wie es die Laute richtig bildet. Es muss lernen, wie die Zungenruhelage korrekt ist, wie ein richtiges Schlucken funktioniert. All das muss trainiert werden. Wenn wir über Zahnfehlstellungen sprechen, da kann ich meine eigenen Zähne zeigen. Auch das hat verschiedene Ursachen. Eins kann sein, dass die Zunge im Mund falsch arbeitet. Kommen wir dann im Logopädie-Teil dazu. Kann aber auch sein, dass das an der Ernährung liegt, dass zu wenig gekaut wird und deswegen die Muskeln nicht stark genug sind und die Knochen nicht so wachsen, wie sie sein sollten und deswegen die Zähne zu wenig Platz haben. Wenn wir über Infektanfälligkeit reden, weil zum Beispiel das Kind ständig den Mund offen hat, Keime ungefiltert reinkommen und vielleicht die Mandeln permanent überreizt sind. Auch das besprechen wir im Detail noch später. Kann am Zungenband liegen und an der falschen Zungenruhelage, die damit verbunden ist. Es kann aber auch daran liegen, dass das Kind vielleicht häufigen Schnupfen hat und deswegen sich angewöhnt hat, durch den Mund zu atmen und deswegen die Zunge flach unten im Mund liegt. Es kann sein, dass ein Mensch Allergien hat und deswegen schlecht durch die Nase Luft bekommt. Es kann sein, dass die Mandeln vergrößert sind, nicht wegen der übermäßigen Reizung, sondern aus anderen Gründen und deswegen die Atemwege zu eng sind und durch den Mund geatmet wird. Wenn der Schlaf schlecht ist,
Übrigens, falls ihr Augenringe seht, dann liegt es daran, dass die da sind. Wie gesagt, mein eigenes Zungenband war auch zu kurz. Warum habe ich 2 Jahre später immer noch Augenringe? Ja, weil Schlaf nicht nur von der Zungenruhelage und von der Atmung beeinflusst wird. Sprechen wir noch drüber. Da spielt auch der Kiefer eine ganz große Rolle. Wenn der Unterkiefer zu klein ist und zu weit hinten steht, wenn der eigentlich hierhin gehört, ist hier hinten zu wenig Platz. Wenn die Zähne schief stehen und der Biss falsch ist, kann das zu Spannungen führen in der Muskulatur. Das wiederum kann zu Beschwerden im ganzen Körper führen. Das kann aber auch dazu führen, dass die Muskeln im Schlaf nicht richtig arbeiten können und wir deswegen Probleme mit der Atmung haben und deswegen der Schlaf sehr schlecht ist. Dieses Video war Teil 1 von 2. Wenn ihr auch den zweiten Teil sehen möchtet, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das kostenlos direkt in meinem Online-Kurs anschauen.